Drei Verletzte und 200.000 Euro. Das ist das Ergebnis einer Massenkarambolage am Freitagnachmittag auf der A7. 15 Autos waren zwischen Kassel und Lutherberg ineinander gefahren. Unter den Verletzten ist laut Polizeisprecher Wolfgang Jungnitsch auch ein 10 Jahre altes Kind. Nach Polizeiangaben ereignete sich der erste Unfall in Fahrtrichtung Norden gegen 14.15 Uhr in Höhe des Parkplatzes Stauffenberg. Hier seien 8 Autos auf dem linken Fahrstreifen ineinander gefahren. 500 Meter dahinter krachte es dann zum zweiten Mal. Weitere 4 Autos fuhren ineinander. Der dritte Unfall mit insgesamt 3 Fahrzeugen passierte am Ende des Staus, der sich in der Zwischenzeit gebildet hatte. Dabei wurden 2 Insassen leicht verletzt. Genaue Erkenntnisse über die Ursache der Unfälle gäbe es noch nicht. Die Beamten der Autobahnpolizei gehen aber derzeit davon aus, dass im dichten Reiseverkehr zum Ferienbeginn in Hessen zu schnelles Fahren bei zu geringem Sicherheitsabstand der mutmaßliche Auslöser der Massenkarambolage gewesen sei.